Einen schönen guten Abend vor den Empfangsgeräten. Ich würde mal mit was Seichtem einsteigen, ne? Mit einem kleinen Liedchen. Nicht alles, was glänzt, entpuppt sich als Gold. Nicht jedes nette Kind ist von den Eltern gewollt. Nicht alles, was plausibel klingt, stimmt so genau. Manchmal sind die Nasen rot, die Menschen aber blau. Nicht alles, was brennt, ist ein hübscher Kamin. Nicht jeder Verrückte kommt aus Berlin. Nicht alles, was grün ist, ist auch Die Gitarre war aus, also eigentlich müsste sie an sein. Herzlich willkommen im Livestream. Also hier ist an. Es leuchtet, glaube ich, auch. Ja, es leuchtet auch ein bisschen in der Gitarre. Also eigentlich heißt das, dass es an ist. So, wir machen uns aber einen netten Abend, ne? Ich hoffe, gehen Sie noch mal aufs Klo, holen Sie sich noch mal irgendwie ein Getränk. So. Und dann steigen wir noch mal musikalisch ein. Nicht rausgehen. Nee. Nicht jetzt ausschalten oder so. Oder einen anderen Tab öffnen oder so. Geht schon weiter. Nicht alles, was brennt, ist ein hübscher Kamin. Nicht jeder Verrückte kommt aus Berlin. Nicht alles, was grün ist, ist auch gesund. Ein Tausendeck ist fast ein Kreis, doch immer noch nicht rund. Nicht jeder, der bellt, beißt dich auch nicht. Nicht alles, was fällt, fällt ins Gewicht. Nicht jeder Turm, der schief ist, wird zur Attraktion. Musik machen Menschen, das macht selten der Ton. Kurz gesagt, nicht alles ist so, wie es scheint. Doch als ich neulich fick dich sagte, hab ich das auch so gemeint. Ich gebe zu, das Lied endet etwas abrupt. Ne? Zack, vorbei. Ne? Aber was ich an dem Lied immer wieder mag, ist, dass es so grundehrlich endet. Ich glaube ja, mit mehr Ehrlichkeit wären wir in dieser Gesellschaft schon viel, viel weiter. Also allein was Ehen betrifft. Ne? Also mit mehr Ehrlichkeit in Beziehungen gäbe es hierzulande viel weniger Scheidungen. Weil wahrscheinlich auch schon viel weniger Ehen geschlossen würden. Ich frage mich auch nach wie vor, wie es Frauen geben kann, die meinen, ihre Männer wirklich gut zu kennen, wenn sie nie Bilder von deren Junggesellenabschied gesehen haben. Also diese Bilder von durch die Straßen marodierenden Typen, die sich als echte Männer fühlen wollen, indem sie sich im rosa Hasenkostüm betrinken und fremde Frauen anmachen. Und sowas habe ich in meinem Leben oft sehen müssen. Da muss ich zugeben, das ist ein großer Vorteil dieses Lockdowns, dass seltener irgendwelche Junggesellenabschieden draußen in der Öffentlichkeit stattfinden. Wie oft ich Junggesellenabschiede an deutschen Bahnhöfen gesehen habe. Es sind absolute Tiefpunkte. Also da weiß man, nehmen wir so einen Junggesellenabschied am Hannoveraner Hauptbahnhof. Da ist völlig egal, was danach für eine Ehe kommt. Danach kann es nur noch bergauf gehen, wenn man da erstmal unten ist. Ne? Und wenn ich solche Bilder gesehen habe in den vergangenen Jahren, da ist mir auch immer bewusst geworden, wie tief die Krise ist, in der die Männlichkeit heute steckt. Man hat es als Mann ja echt nicht leicht. Gerade gegenüber Frauen. Männlichkeit lässt sich ja nur klar definieren, wenn man sie ins Verhältnis zur Weiblichkeit setzt. Und naja, und je weniger Rechte jetzt ein Mann gegenüber einer Frau hat, desto schwammiger fühlt sich das an, was jetzt noch als männlich gelten soll. Manchmal denke ich mir, früher war das doch viel einfacher.
Also zum Beispiel in der Generation meiner Großeltern, da durften Männer ihren Frauen ja auch noch vorschreiben, ob sie arbeiten gehen dürfen. Ne? Da waren klare Verhältnisse. So, da ist der Mann, da ist die Frau. Oder bis Ende der 90er Jahre stand ja noch nicht mal die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe. Und ich gehöre jetzt aber einer Generation an, die lernen muss, dass eine Frau auch wirklich Nein meint, wenn sie Nein sagt. Dabei sind wir doch völlig anders sozialisiert worden, auch medial. Wir kennen doch alle diese Filme, in denen Frauen in erster Linie dazu dienen, als Objekte die Gelüste von Männern zu befriedigen. Kennen auch Sie, also gerade wenn Sie da vor Ihrem Empfangsgerät sitzen. Also das ist nur ein paar Klicks entfernt oder so, können Sie mir nichts erzählen. Also wenn ich mal in Brandenburg auftrete vor Menschen so live, da ist klar, da ist der Breitbandausbau manchmal noch nicht so. Ne? Da muss ich das manchmal noch mal ausführlicher erklären, aber Ihnen ist das... Ja, doch, Ihnen. Also denke ich jetzt mal, dass Sie da wissen, was ich meine. Aber ich, also es wäre jetzt auch ungünstig, wenn da jetzt eine Bildungslücke an der Stelle entstehen würde. Aber das möchte ich auch nicht. Also bevor Sie da jetzt anschauen, anfangen zu suchen oder so im Netz, was ich da meinen könnte. Also ist wichtig für das, was danach kommt. Ich kann es auch ganz schnell erklären. Am besten anhand von einem kurzen Beispiel. Also so eine kleine Szene, die ich Ihnen aus so einem Filmchen mal illustrieren würde. Dann ist, glaube ich, klar, was ich meine. Also folgende Ausgangssituation. Da steht eine Frau. Also auf was für Sachen die Leute teilweise kommen. Da steht eine Frau im Maschinenraum eines Raumschiffs und repariert etwas. Also für viele heterosexuelle Männer eine sehr reizvolle Mischung aus Technik und Erotik. Und nun nähert sich in dieser Szenerie von hinten ein Mann, der Frau offensichtlich helfen möchte. Die Frau weist ihn aber mehrfach zurück, mal mit Handbewegung, mal mit energischen Worten und gibt ihm zu verstehen, er solle sich bitte nicht wie ein Schurke aufführen. Daraufhin grinst der Mann süffisant und sagt zu der Frau, sie würde ihn doch eigentlich mögen und hätte wahrscheinlich noch nicht genug Schurken in ihrem Leben gehabt. Die Frau reagiert etwas irritiert, sagen wir es so, und sagt zu dem Mann, sie wird ja eher auf nette Männer stehen, was den Mann wieder dazu veranlasst zu fragen, ob er etwa nicht nett sei. Die Frau ist jetzt so perplex, dass sie nur zaghaft ansetzt zu einem, ja, aber, und der Rest des Mannes wird dann aber elegant im Kuss des Mannes erstickt. Ja, was für ein Kerl. Und eben ein Vorbild für Millionen junger Männer, die diesen Film gesehen haben. In dem Fall Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Und nun fragen sich diese ganzen Männer bis zum heutigen Tag, warum Nein keine weibliche Form von Ja ist. Wir haben jahrzehntelang erzählt bekommen, wir könnten mit dem anderen Geschlecht nicht normal kommunizieren. Und das Ergebnis ist, wir können mit dem anderen Geschlecht nicht normal kommunizieren. Es gibt inzwischen sogar Männer, die meinen, man bräuchte dafür Wörterbücher mit Titeln wie Deutsch, Frau, Frau, Deutsch. Solche Männer sehen sich wahrscheinlich in alte Zeiten zurück, in Zeiten, in denen Frauen einfach zu Hause auf ihren Prinzen warteten. Es war einmal ein fescher junger Mann, dem seine Herkunft großen Glanz verlieh. Er war... Das sah man ihm von Weitem an, der Nachfahr einer alten Monarchie. Er galt als tapfer, vornehm und besonnen, als Vorbild gar für jeden Kunz und Hinz und hatte ab und zu schon Geld gewonnen in Form von Erbe. Denn er war ein Prinz. Er hatte aber, wie sich das gehörte, nur selten auf der faulen Haut gelegen, damit sich keiner aus dem Volk empörte, er ruhe sich auf Reichtum aus, von wegen. Zwar hatte er, wie seine Ärzte meinten, mit Muttermilch die Tugend aufgesaugt. Doch wer den Prinzen kannte, der verneinte, der Junge hätte weniger gepaukt als Kinder ohne Königsthron im Rücken. Ihm blieb der Ernst des Lebens nicht erspart. Er musste ganz normal die Schulbank drücken im englischen Elite-Internat. Und als er mit der Schule fertig war, studierte er noch fleißig BWL in London, wo er mehr als annehmbar aus Sicht der Uni sogar very well den Abschluss machte, den er zwar nicht brauchte, der aber zeigte, dieser junge Mann ist einer aus dem Volke, denn er tauchte ins Leben ein und strengte sich dort an. Doch schließlich kehrte er nach Haus zurück, um seinen Prinzenpflichten nachzukommen. Zu diesen zählte auch Familienglück samt einer Maid, die er zur Frau genommen bzw. bald schon nehmen würde. Die Hochzeit stand ja noch im Konjunktiv, denn ihn erwartete als letzte Hürde der Turm des Drachen.
wo die Schöne schlief. So ritt er wohlgemut und hoch zu Ross, in Richtung Turm, um sich im Kampf zu prüfen, wobei er schon die Reise sehr genoss, wenn Frauen am Wegrand schmachtend nach ihm riefen. Durch seine Haare wehte eine leichte und kühle Brise, als er auf dem Gaul den legendären Drachenturm erreichte. Er merkte aber gleich, hier ist was faul. Es fehlte jede Spur vom Ungeheuer, das hier angeblich wütete und lebte. Man fand hier nur ein friedliches Gemäuer, an dem ein Zettel mit den Zeilen klebte: Verehrter Prinz, ich war das Warten leid. Ich habe ja nicht mein ganzes Leben Zeit. Auch schnarchte dieser Drache unentwegt. Drum habe ich ihn vor Wochen schon erlegt und habe jetzt endlich wieder meine Ruhe. Der Rest liegt drin in der Tiefkultur. Terminlich war es leider unkonkret, wann ihr, Herr Prinz, an dieser Pforte steht. Drum habe ich mir gerade für wenig Geld ein Taxi in die nächste Stadt bestellt. Ich nehme an, ihr könnt das nachvollziehen. Nun kann ich schneller diesem Turm entfliehen, denn euer Pferd legt höchstens ein PS hin. Macht's gut. Es grüßt euch freundlich die Prinzessin. Der Angekommene war erst gekränkt. Er hatte schließlich ziemlich viele Meilen zurückgelegt und hätte sich's gern geschenkt, für Zeilen der Prinzessin herzueilen. Er konnte aber bald schon drüber lachen und musste sich an die eigene Nase fassen. Er würde es bestimmt ganz ähnlich machen. Nur sicher keine Nachricht hinterlassen. Von klein auf lernen wir, dass es da diese naturgegebene Trennung zwischen Männern und Frauen gibt. Und gegen diese angeblich natürliche Spaltung hilft dann nur eines, sich zu verlieben und mit einer besseren Hälfte zu etwas Vollkommenem zu verschmelzen. Und das ist ja auch irgendwie ein schöner Gedanke. Und das ist auch so rührend, wenn ich Menschen sehe, die dann davon sprechen, wie sie so verliebt durch die Welt tanzen und so. Und natürlich ist es schön, sich zu verlieben. Aber schön ist auch ein Heroinrausch. Das Aufwachen danach ist in beiden Fällen unangenehm. Der größte Unterschied besteht wahrscheinlich darin, dass man sich nach einem gemeinsamen Herointrip seltener um die Kinder und das Haus streitet. Ja? Und trotzdem, auch wenn man sich das alles so anschaut, trotzdem wollen sie immer alle verlieben. Ja? Erst neulich wieder hat mir eine Freundin erzählt, wie sie jetzt während des Lockdowns in so einer Dating-App ihren Traummann getroffen hätte. Also war noch eine tolle Geschichte. Also sie hat gesagt, sie hätten erstmal sich ganz viel geschrieben, tolle Gespräche dann am Telefon geführt, hätten sich dann getroffen und haben gemerkt, sie teilen wirklich ganz, ganz ähnliche Interessen, haben sogar die gleichen Familienplanungsvorstellungen. Also eigentlich ein Volltreffer. Es gab jetzt nur diesen einen Haken. Sie waren nicht in ihn verliebt. Und anstatt sich einmal zu freuen, mal mit klarem Kopf an eine Beziehung herangehen zu können, hat sie ihrem Traummann den Laufpass gegeben. Als ob Verliebtheit eine ernstzunehmende Empfindung wäre, wenn es um große Lebenspläne geht. Es geht auch hoffentlich niemandem, der sagt, du, pass auf, morgen überlege ich, wie ich die nächsten Jahrzehnte meiner beruflichen Zukunft plane, aber vorher ziehe ich mir noch eine ordentliche Line Koks durch die Nase. Aber genau so funktioniert Verliebtheit. Das Gehirn, haben Forscher festgestellt, zeigt dabei die gleichen Reaktionen wie bei Menschen mit Zwangsneurosen. Ja? Also, und gleichzeitig werden dann auch noch die Hirnregionen abgeschaltet, die für kritisches Urteilen zuständig sind. Betroffene sind nicht mal mehr in der Lage, Risiken realistisch abzuschätzen. Ja, das gibt mal Planungssicherheit. Ne? Und dann höre ich immer wieder, es sei doch toll, dass sich Menschen nicht bloß aus rationalen Gründen füreinander entscheiden würden. Ja, das ist ein schöner Gedanke, wenn sie sich bewusst entscheiden würden. Aber im Zustand geistiger Umnachtung bleibt das Bewusstsein ja blöderweise auf der Strecke. Und es kommt ja noch dicker. Und zwar dann, wenn wir uns im ersten Schritt mit Glücksratgebern noch zudröhnen, bevor wir uns irgendwie die Verliebtheit begeben und die große Liebe fürs Leben suchen. Glücksratgeber, kennen Sie vielleicht aus jedem gut sortierten Bahnhofsbuchhandel, ne? So Bücher mit so Titeln wie Willst du normal sein oder glücklich? Und solche Glücksratgeber sind immer gleich aufgebaut. Zuerst wird das Ich gedanklich isoliert und dann wird in den nächsten Kapiteln erklärt, wie dieses einsame Ich irgendwie glücklich werden soll. Und achten Sie mal drauf, das ist nie ein Verband aus sozialen Wesen. Es ist immer dieses isolierte Ich. Dagegen ist die politische Kernaussage jedes Kochbuchs stärker. Die meisten Rezepte sind wenigstens für 4 Personen ausgelegt.
Aber wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, wir dröhnen uns erstmal mit Glücksratgebern zu und dann wollen wir auch noch die eine große Liebe fürs Leben finden. Wie soll das denn funktionieren, wenn wir einerseits glauben, nur als Einzelkämpfer glücklich werden zu können und dann auch noch eigentlich starke soziale Bindungen für dieses Glück suchen? Das passt nur zusammen, wenn diese Verbindungen perfekt zu unserem Ich passen. Oder wenn wir halt geistig umnachtet glauben, dass sie perfekt passen. Und das ist die Stelle, an der die Verliebtheit ins Spiel kommt. Wir gehen starke soziale Bindungen am liebsten nur noch ein, wenn wir uns in einem zwangsneurotischen Zustand befinden und uns gegen die Vorgaben unseres Gehirns auch gar nicht mehr zu wehren wissen. Denn jede bewusste Entscheidung für andere Menschen ist auch immer eine bewusste Entscheidung gegen die angestrebte Vollkommenheit. Sätze wie "Du bist gut, wie du bist" sind doch Quatsch. Wer von uns ist denn gut, wie er ist? Es gibt kein widersprüchlicheres Wesen als den Menschen. Wir können unser Gewissen vielleicht nicht abschalten, aber wir können es abspalten. Wir finden immer irgendeinen Grund, wieso es okay ist, hinter dem Rücken anderer Menschen zu lästern. Oder warum wir das Buch jetzt unbedingt über Amazon bestellen müssen, obwohl es genauso schnell im nächsten Buchladen wäre. Übrigens auch jetzt, ne, während des Lockdowns. Gucken Sie mal, in der Buchhandlung Ihres Vertrauens vorbei. Kann man oft Sachen bestellen und dann einfach am nächsten Tag abholen, so, ne? Ohne da irgendwie groß lange rein zu müssen. Schauen Sie mal, ne? Gibt keine Gründe, alles übers Internet zu bestellen und sich dann zuschicken zu lassen. Also man kann es vielleicht ordern übers Netz, aber dann auch vor Ort abholen. Oder wir finden auch immer einen Grund, warum uns unser Kleidungsstil wichtiger ist als die Rechte der Kinder, die diese Kleidung zusammennähen. Und weil wir so widersprüchlich sind, dass wir uns oft selbst nicht durchschauen, wenn wir niemals Menschen treffen, die perfekt zu uns passen. Geschweige denn, dass wir perfekt zu ihnen passen würden. Es ist schon sehr viel erreicht, wenn wir einander sagen können, du, wir halten es miteinander aus. Und für die Menschen, mit denen wir es aushalten, für die sollten wir uns auch bewusst entscheiden. Denn mehr geht nicht. Und wenn wir das tun, dann reden wir auch hoffentlich nicht länger über stark überschätzte Empfindungen wie Verliebtheit, sondern über Wichtigeres. Zum Beispiel Liebe. Schatz, ich will dich ungern bei der Arbeit stören, aber weil wir beide zusammengehören und beziehungstechnisch lang schon auf der Stelle treten, habe ich dein Büro um den Termin hier gebeten. Wir haben das wohl viel zu lange unterschätzt, drum habe ich mich diese Woche hingesetzt und die Lage von Kopf bis Fuß analysiert, was mich inzwischen zur Erkenntnis führt. Wir sollten in Zukunft, um einzulenken, endlich konsequent unternehmerisch denken. Ich glaube, wir beide sehen endlich klar, greifen wir zum richtigen Vokabular. Wie kommen wir beide wieder in den Flow? Wer ist in der Beziehung der CEO? How to manage, how to grow? Denkst du etwa schon an ein IPO? Schatz, ich glaub, wir haben nicht genug getan. Wir brauchen einen neuen Businessplan. Statt zu seufzen, Schatz, kannst du mich mal loben. Du stehst auf meinem Backlog ab sofort oben. Warum hast du denn plötzlich so ein dünnes Fell? Setzt du mir jetzt etwa eine DDL? Sorry, DDL steht natürlich für Deadline. Mir fallen diese Wörter nicht immer komplett ein. Falls sich dieses Sprechen verwirrt, dann sieh es doch einfach als Teil von meinem USP. Ich hoffe ja ernsthaft, du willst dich nicht trennen, gerade weil wir beide uns so lange schon kennen. Bevor du den sozialen Kapitaleinsatz senkst, hoffe ich, dass du die Sunk-Costs bedenkst. Sunk-Costs ist übrigens ein Begriff, den kann man sich ruhig mal merken. Also der ist auch alltagstauglich. Also Sunk-Costs sind die ganzen Kosten, die schon angefallen sind im Laufe der Zeit und die einen dann davon abhalten, ein Projekt aufzugeben. Ne? Um mal ein realitätsnahes Beispiel zu nehmen, da sitzt jemand zu Hause. Irgendwie nach, sagen wir, 25 Jahren, ne? Kinder sind aus dem Haus, schaut sich um und denkt sich, oh, der Typ ist ja immer noch da. Ne? Und dann kommt vielleicht kurz dieser Gedanke auf, man könnte jetzt weggehen und sich noch ein schönes Leben machen. So.
Aber es kommt dann auch ganz schnell der Gedanke hinterher, Mensch, jetzt habe ich 25 Jahre schon investiert. Ne? Es fühlt sich so verschenkt an. Es fühlt sich so an, als hätte ich hier 25 Jahre abgesessen, obwohl es eigentlich was Besseres gegeben hätte. Ne? Und dann sagt man sich vielleicht doch, oh Mensch, also diese versenkten Kosten, die will ich jetzt nicht einfach so wegwerfen, sondern vielleicht wird es ja was. Vielleicht hat es sich gelohnt, 25 Jahre zu investieren. Vielleicht wird es jetzt in den nächsten Jahren noch besser und dann investieren die meisten lieber nochmal 25 Jahre. Da-dam, da-da-da-da-da-da, wer ist in der Beziehung der CEO? How to manage, how to grow, denkst du etwa schon an ein IPO? Okay, ich gebe jetzt fürs Erste Ruhe, ich bin gespannt, mein Schatz, was sagst du dazu? Ach, du findest auch, dass uns all das fehlt? Warum hätte ich das nicht viel früher erzählt? Denn hättest du das nur im Ansatz geahnt. Doch jetzt hast du schon die andere Fusion geplant. Wie komme ich alleine wieder in den Flow? Endet alles, was wir hatten als One-Man-Show. How to manage, how to grow. Aber ich denk mir nach dem ersten No-No. Ich habe es ja nur für den Moment vergeigt. Weil mein Marktwert ab morgen bestimmt wieder steigt.